Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft in der Mitte der Woche. Das letzte Mal haben wir über den Herrn, mein Arzt, gesprochen. Dieses Mal möchte ich gerne über den Herrn, dein Hirte, sprechen, denn wir brauchen mehr als leibliche Ärzte, wir brauchen auch seelische Ärzte, und da kommt der Hirte ganz gut zum Vorschein. Als Einleitung habe ich geschrieben, wir sind Schafe. Schafe brauchen einen Hirten, damit sie sich nicht verlaufen. Na, meine Frau und ich, wir haben 6 Monate lang Schafe gehütet in den südlichsten Bergen von Afrika. Na, dieses Thema ist für uns nicht theologische Theorie, Hirte zu sein, wie es unglücklicherweise für viele unserer heutigen Pastoren ist. Für mich war es die wichtigste Lektion einer göttlichen Bibelschule. Na, Moses hatte 40 Jahre davon in der Wildnis von Midian und 40 Jahre mit Israel in der Wüste. Und David wurde durch seine Hirtenschule zum König geformt. Es soll doch immer alles mit dem Wort Gottes beginnen, und so soll es auch heute sein. Und wir wollen etwas lesen, das allen Menschen bekannt ist. Sogar Hollywood kennt die Sache. Und zwar Psalm 23 und Verse 1 bis 6. Und hier steht geschrieben: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, und der erste Untertitel schon: Der Herr ist mein Hirte. Ja, der Herr hat uns alle zu Schafen gemacht. Und einige hören seine Stimme, und andere verstopfen ihre Ohren und eignen sich Bockmanieren an, Ziegenmanieren. Sie benehmen sich auch wie Böcke. Da im Hebräerbrief Kapitel 3 steht geschrieben: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Jesus ruft in die Welt hinaus zu einer Menschheit, die der Prophet Jesaja beschrieben hat. Und zwar hat er gesagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Dann aber gleich die Hoffnung. Aber der Herr warf alle Sünde auf ihn. Schafe sind ein Herdentier. Sie versammeln sich rund um den Hirten. Darum spricht Jesaja auch: Und sie sollen sein wie ein verscheuchtes Reh und wie eine Herde ohne Hirten. Das ist die Situation der meisten Menschen. Sie irren in der Landschaft herum ohne Hirten und wissen nicht, wohin. Sie fressen giftige Pflanzen und verenden, verhungern und verdursten und wissen nicht, warum. Sie haben sich verlaufen und geben am Ende auf. Im ersten Satz des 23. Psalms endet es mit Hoffnung, wenn wir das Wörtchen »mein« annehmen. Ja, wir machen Jesus zu meinem Hirten. Und ein Titel mit Hoffnung folgt: Mir wird nichts mangeln. Wenn uns an nichts mangelt, haben wir die Hände voll, dem Hirten Danke zu sagen. Es mangelt, weil wir nicht hören und nicht sehen und in die Grube fallen. Es gibt fruchtbare Länder auf dieser Erde und das Volk verhungert, weil sie sehen es nicht. Yes. Sie sehen nicht, dass die Philister ihre Brunnen mit Schutt gefüllt haben.
Sie brauchen einen Isaak, der den Kot daraus holt und wieder sauberes Wasser geschöpft werden kann für die Schafe. Er weidet mich auf grüner Aue. Wir müssen etwas näher an unsere Sache herankommen. Auf der grünen Aue finden wir gutes Essen. Aber wir brauchen einen Hirten, der uns dahin führt. Jesus hat uns menschliche Hirten gegeben und sie beauftragt, nach unserer Weide umzusehen. Die Weide ist das gepredigte Wort Gottes, das Rema-Wort. Es wird gegen die Person, die das Logos-Wort ist, gehalten und so nah wie möglich ihm angeglichen. Es braucht eine Vielfalt von Weide. Denn es gibt Schafe mit Lämmern, die Milch trinken, junge Lämmer und alte Schafe, die zarte Kräuter benötigen. Die kranken Schafe haben wir das letzte Mal besprochen unter dem Titel »Ich bin der Herr, dein Arzt«. Und dann geht's weiter mit den Worten »Und führet mich zum frischen Wasser«. Ohne Brot können wir eine ganze Weile leben. Ohne Wasser sieht es tragisch aus. Nur eine ganze kurze Zeit können wir überleben ohne Wasser. Es ist ein Todesurteil, wenn wir kein Wasser haben. Jesus ist der einzige Hirte, der uns lebendiges Wasser geben kann. Er hat es der Frau an Jakobs Brunnen gesagt und am letzten und wichtigsten Festtag im Tempel zu Jerusalem. Er hat es ausgeschrien über eine verlorene Herde. Wir wollen es lesen im Johannesevangelium, Kapitel 7, Verse 37 bis 38. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, da trat Jesus auf, rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist das Wort Gottes. Er ist die Versicherung. Jesus ist die Versicherung. Das ewiges Leben besteht und er hat das Wasser, das uns am Leben hält. Er spricht vom Heiligen Geist, der uns eine neue Geburt und neues Leben verspricht. Er hat gesagt, ich gehe von euch und sende euch einen anderen Tröster an meiner Stelle. Den Heiligen Geist. Wasser löscht nicht nur den Durst, sondern kühlt uns und reinigt uns auch. Dann, er erquickt meine Seele. Unsere Seele besteht aus unserem Denken, unseren Gefühlen und unseren Emotionen. Es ist da, wo auch viel Arbeit geleistet werden muss. Wir brauchen keinen Psychiater und Psychologen, um unsere Depressionen und unsere Suchten zu bekämpfen. Wir brauchen den Hirten Jesus von Nazareth. Er macht uns frei und bringt Frieden in unsere Herzen und in unsere Seelen. Johannes 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, da liegt das Geheimnis eines Lebens voller Frieden. Der Psalm fügt etwas dazu und sagt, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Wir wandeln mit ihm auf seinem Weg und nehmen seinen Namen an. Ich bin Christ. Er ist Christus. Wir haben Ähnlichkeit. Wir erhalten seine Liebe, weil wir seine Gebote halten. Und wir lieben ihn zurück. Dann fährt es fort. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. In der englischen Übersetzung, in der King James Version, da spricht es vom finsteren Tal des Todes. Angst und Furcht ist unser größter Feind. Wir werden von jeder möglichen Phobie verfolgt. Höhenangst, Wasserangst, Menschenangst, Todesangst und viele mehr der Ängste. Die Menschen suchen Hilfe beim Psychologen, Life Coach und so fort und in der Apotheke. Und es geht Jahre und am Ende keine permanente Lösung wird gefunden. Der Herr, unser Hirte,
hat einen Stock und damit vertreibt er die Anfälle der dunklen Mächte. Denn er hat sie für uns überwunden und für uns gilt der Vers in Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Auch wir können ihn überwinden und durch das Wort ihres Zeugnisses. Ja, wir können den Teufel überwinden. Und der Hirte hat aber auch einen gekrümmten Stab, womit er die Schafe an sich zieht. Er bietet uns Schutz und Zuversicht. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hier ist das tägliche Leben. Wir leben in einer Welt, die sich oft gegen uns angeht. Aber inmitten dieser feindlich gesinnten Welt bereitet der Hirte ein Festmahl vor. Oder der Schlüssel ist, den Hirten zu lieben. Dann wird sich alles zum Guten wenden und wir werden zur Pforte des ewigen Lebens begleitet. Auf dem Tisch des Herrn ist nicht nur das Essen für unseren Leib vorbereitet, sondern auch die Speise für die Seele und für den Geist. Und dann, du salbst mein Haupt mit Öl. Unser Leben wird erst sinnvoll, wenn wir unseren Geist belebt haben, durch den Glauben an Jesus Christus. Wir müssen wieder geboren sein, aber auch mit Feuer getauft zum Dienst am Herrn. Und dazu werden wir gesalbt mit dem Öl des Heiligen Geistes, wie es geschah mit Jesus an, als er aus dem Wasser am Jordan stieg. Und der Geist auf ihn kam in der Form einer Taube. Das Öl aber soll nie aufhören zu fließen. Gutes und Barmherzigkeit sollen mir folgen mein Leben lang. Das ist nicht eine kurze Sache. Mein Leben hat sich verändert von Missmut zu Glückseligkeit, von Depression zu Fröhlichkeit, von Armut zu Zufriedenheit. Von innerem Krieg zu Frieden im Herzen, von Krankheit zu Genesung, von Fluch zu Segen. Und alles, weil wir den Hirten gefunden haben und er uns in seine Herde aufgenommen hat. Es ist nicht eine vorübergehende Euphorie, sondern ein neuer Zustand, der mein ganzes Leben lang anhält. Menschen enttäuschen uns, Gott aber nie. Und ich werde bleiben im Hause meines Herrn immer da. Das ist die Entscheidung, die David gemacht hat. Es liegt an uns, ins Haus des Herrn zu gehen. Er hat die Türe weit geöffnet und uns eingeladen, näher zu treten. Am Eingang steht Jesus mit den Worten aus Matthäus 11, Verse 28 und 29. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Na, viele Menschen verwerfen es mit Vorurteil und nehmen sich nie die Mühe zu testen, ob es wahr ist. Dann am Ende ihres Lebens schreien sie über die große, unüberwindbare Kluft zu Abraham, wie in der Geschichte von Jesus über Lazarus und dem reichen Mann. Lukas 16, 24. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauge und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Es war zu spät für den reichen Mann. Er verwarf die Propheten und Mose. Wir aber haben mehr als dieser. Wir haben den Sohn Gottes. Es ist so einfach, ruf ihn an, bevor es zu spät ist für dich. Also dann bis zum nächsten Mal, wenn wir noch etwas über Jesus lernen möchten. Bis dahin, Amen.